sieht man das Auto und dann kann man hier nicht lesen, was steht. Und dann meint man, oh, geil Lamborghini, ja, sehr geile Lamborghini. Aber und dann überholst du ihn kurz und dann siehst du, oh shit, it's a Bugatti, it's a Bugatti. I'm so sorry, I'm so, so, so sorry. Naja, was ich auch gesehen habe, ist die Spiegel da, die haben auch Lichter. Es gefällt mir schon. Es gefällt mir schon. Wie gesagt, ich verbinde sehr viel mit Zügen und Züge haben viele Male auch sehr viele oder sehr helle Lichter. Deswegen lieb ich das. Was man auch sehen kann, ist, dass dieses Auto nicht den gleichen Scheibenwischer hat wie der La Voiture Noire, der so, naja, wie soll ich sagen, mit der Linie verbunden ist, dass es aerodynamischer ist. Nein, die Scheibenwischer sind hier. Da sieht man sie. Ne, dass es weniger aerodynamisch ist. Das kann ich hier sogar zeigen. Hier, da sieht man, der Scheibenwischer ist hier in der Linie sozusagen. Da. Kann ich wieder weggehen. Weggehen, habe ich gesagt. Es dauert ein bisschen. Ja, haben fast jetzt. So. Auch nicht. Egal, hier sieht man jedenfalls den Scheibenwischer. Warte, ich zoome mal ran. Da seht ihr, er ist schön aerodynamisch. Darauf haben sie geguckt, dass es aerodynamisch ist. Das gefällt mir sehr. Die Linie geht von da vorne über den Scheibenwischer, über das Dach bis hier hinten. Moment. Zum Bugatti-Logo. Und wie gesagt, eben, das sieht sehr geil aus. Bugatti-Buchstaben beleuchtet, also geiler hätte man das echt nicht machen können. Und dann noch diese Auspuffe 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind auch nicht zu kurz geraten. Ja, das Auto ist speziell. Das Licht hier hinten gefällt mir nicht so. Das gefällt mir beim Bugatti Chiron mehr, aber vorne. Sieht schon nicht schlecht aus. Das Video ist jetzt schon sehr lang, aber das möchte ich noch sagen, dass der Bugatti La Voiture Noire für mich nicht aussieht, als hätte er irgendeine Ähnlichkeit mit dem ersten Bugatti La Voiture Noire. Ich glaube, so hieß es, weil das ist eigentlich eine neuere Version von einem schon alten Auto Bugatti, wo einmal gestohlen wurde. Und ich muss sagen, ich habe dieses Auto schon mal gesehen in einem Film, in echt. Also natürlich im Film, aber schon echt. Und dieses Auto hier hat nicht wirklich viele Ähnlichkeiten. Die Lichter vorne, wie beim Bugatti Divan, dann die Form, erinnert mich schon an einen Bugatti Chiron. Das Licht, Bugatti Chiron. Und die Auspuffe Bugatti Chiron Sport. Oder Saint-Dizan, dieses Auto hat auch solche Auspuffe. Also das Auto hat eher Ähnlichkeiten mit den Autos von heute als von den Autos von denen zumal. Tja, 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 tja. Habe ich viel gelabert. Und noch eine letzte Sache, um dieses Video abzuschließen, nämlich, könnte es sein, dass anstelle von Bugatti 110 auch ein Event für den Bugatti Divan CSR2 Bugatti Saint-Dizan kommt? Eine spezielle Version des Bugatti Divans made by CSR Racing 2, also nein, made for CSR Racing 2, made from Inertial Motion. Ja, ich bin mir sicher, dass die das machen. Hübsches Auto. Schön blau, dunkelblau. Dann noch hier noch die Farben von Frankreich. Schönes Land. Ich mag Frankreich. Ich bin eine komplette Null in Französisch. Aber ich liebe dieses Land. Nicht nur wegen dem Auto, sondern auch wegen den TGVs. Ne? Französische Züge. Und dann Air France. Die französische Fluggesellschaft. Das ist wirklich schön alles.
Und dann noch der Eiffelturm. Es ist ein gutes Land. Ich meine, schönes Land. Echt schönes Land. Könnt ihr mal besuchen, wenn ihr Französisch könnt. Ich kann es nur empfehlen. Obwohl ich nie dort war. Doch, ich war in Frankreich. Aber ich bin mit dem Bus durchgefahren, um nach Spanien zu fahren. Wie dem auch sei. Was sein könnte, ist auch, dass ein Event für den Bugatti Divan CSR2 Bugatti Saint-Dizan kommt, anstelle für den Ciento10. Aber ich nehme es nur an. Das heißt nicht, dass es so sein wird. Lange geredet. Oh Mann, ich kann mich hier setzen und muss was trinken. Wie dem auch sei, ich hoffe, dieses Video war informativ. Und man sieht sich beim nächsten Auto oder was auch immer ich auf YouTube zeigen werde oder vielleicht sogar Musikvideos. Man sieht sich...